Ich kann vielleicht ein Beispiel nehmen von vor 2 Jahren, wo wir am Generationentandem am Stand sind, mit dem feministischen Kollektiv. Und dort haben wir mit ganz vielen Frauen geredet, wo es um die AHV-Abstimmung ging. Und ganz viele Frauen haben mir gesagt, ich habe Kinder betreut, eigentlich ganz lang, ich habe Schwiegereltern gepflegt, ich habe sonst Care-Arbeit geleistet und jetzt im Alter muss ich Ergänzungsleistungen beziehen. Und das ist so etwas, was mir immer wieder bewusst wird, dass man eigentlich ganz, ganz viel im Alltag leistet und eigentlich davon in dem Sinn zwar profitiert, weil man natürlich auch schöne Erlebnisse hat mit diesen Kindern, aber das natürlich wirklich häufig auch finanziell wirklich auch Nachteile mit sich bringt. Und ich denke, es ist einfach, die Care-Arbeit ist einfach so der Kern von unserer Gesellschaft. Und dass das einfach nicht genug Sichtbarkeit bekommt, ist etwas, was wir dringend verändern müssen.